Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf der Ellerbach. Es war ja kurze Zeit Pause, aber jetzt geht's weiter. Mit dabei ist wieder mal der Peter. Servus. Und als erstes noch ein herzliches Dankeschön an den Lisse Blub für seine Donation. Soll natürlich auch erwähnt sein für die Unterstützung. Vielen Dank dafür. Und genau, bevor wir es vergessen, dem Gallier auch vielen, vielen Dank, denn schauen wir uns gleich an. Schauen wir uns noch vor dem Intro an. Denn der Gallier, der war so nett und hat sich bereit erklärt, hier auf dem Hof eine kleine Änderung durchzuführen. Und die Änderung, wie soll ich sagen, das hat mir ja schon länger gestört. Aber jetzt ist vorbei damit, denn unsere Hühner sind schön brav im Hühnerstall. Die springen hier nicht mehr rum, da hat er die Planes geändert und deswegen sind sie jetzt alle so im Stall, dass wir hier durchfahren können und kein Huhn mehr unter die Räder kommt. Okay, und dann würde ich sagen, wer möchte, der darf gern ein Abo da lassen und dann sehen wir uns nach dem Intro. So, wir sind jetzt auf dem Weg rüber. Wir holen uns. Toll. Nee, oder? Ich krieg die Krise. Was wollte ich sagen? Ich hol mir jetzt hier den Schwader. Der Peter, der ist schon am Gras schneiden. Und dann hängen wir den Schwader an und machen ein paar Grasschwaden, die er dann einsammeln kann für unser Silo, dass wir unsere Silage kriegen. Dass wir endlich unten mal sehen, was eigentlich die Futtermischanlage da so veranstaltet. So. Hängen wir das Gerätchen hier mal an. Und dann haben wir uns nämlich die Biese gepachtet, die 101, glaube ich, ist sie. Jo. Und auf die fahren wir jetzt 8 Uhr morgens. Und wir haben in der Zwischenzeit, was haben wir denn gemacht? Ein bisschen was haben wir gemacht, glaube ich, ne? Ich glaube, du hast schon mal was gedüngt oder so. Die Felder habe ich gedüngt. Zumindest das 100. Nummer vergessen. Mhm. Warum kommst du mit Zetter? Hä? Nee. Such der Schwader. Kollege. Hast du den Großen weg? Wir haben ja auf dem Spielschein, wir haben doch hier keinen Großen gehabt. Nee, das ist alles aus dem. Wir hatten doch den Grünen. Was? Nee. Weiß schon, wer sich heute nochmal die ganzen Ellerbach-Folgen anschaut. Nein, wir haben doch den hier gehabt. Ich glaube, ich bin echt schon durch. Was für ein Grün? Der ja, den von Krone, glaube ich. Hä? Ich verwechsel, glaube ich, die Farben schon langsam. Der ist auf jeden Fall rot. Den, was wir hier haben. Ja, mit dem Fahrzeug gewechselt komme ich durcheinander. Ja, jetzt bemühe ich mich aber schon, dass wir die Fahrzeuge nicht allzu oft wechseln. Haben ja auch keine Kohle, dass wir groß wechseln. Oh, was ist da für ein Feld? Das 102, das müsste erntereif sein, so wie das aussieht. Kriegen wir da Stroh raus? Oder ist das Raps? 102. Weizen. Das werden wir gleich pachten. Wie war das gerade? Haben wir ja nicht das Geld, ne? Ja, nee, das. Wir haben nicht mal einen Mähdrescher. Es geht darum, dass man. Ja, sag's mal halt. Es geht darum, dass man.
Pellets kriegen. Strohpellets. Oder doch Hackschnitzel. Ah, die Hackschnitzel sind eine zu große Investition jetzt. Können wir uns nicht ganz leisten, glaube ich. Aber dann brauchen wir wieder einen anderen Drescher. Ich glaube, unseren Drescher haben wir doch weg, oder nicht? Ja. Muss sie da irgendwas machen? Ja, das Update 1.6, das haben wir jetzt auch drauf. Das Einzige, was sich geändert hat, ab und zu komische Ruckler drin. Also da bin ich nur nicht so ganz klarkommen damit. Warum das da jetzt auf einmal so Ruckler drin sind oder sowas. Ja. Wird sich schon herausstellen, warum. Ansonsten, ja, jetzt haben sie halt ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich habe es mir zwar durchgelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was da alles so mit drin war. Also auf Anhieb die Serverauswahl. Oh ja, die Serverauswahl. Also da, wenn der jetzt im Multiplayer geht, da habt ihr jetzt 3 für Deutschland, 3 für Europa und 3 für international. Also da hat sie schon ein bisschen was getan. Aber ansonsten, ja, ein paar Fehler sind halt beseitigt worden, irgendwas mit Texturen oder so und ja. Aber es soll ja nicht ums Update gehen. Sondern jetzt gucken wir mal, was der Bub da vorne so treibt. Wird das heute noch was? Hm? Natürlich. Natürlich, natürlich. So. Einfach wieder einmal rum. Ich sehe da hinten nichts raus, muss es mir die Scheiben unbedingt nochmal ändern. Das. Ja. Rundum-Kamera. Genau, Rundum-Kameras. Ansonsten, ich weiß nicht, ob es jeder mitgekriegt hat. Kann passieren. Bin mir noch nicht sicher, was ich mache. Aber irgendwie wird es was geben, ein anderes Format, was habe ich mir überlegt für Twitch. Denn ich bin jetzt auch auf, was heißt jetzt auch, wo ja auch schon ein wenig, nicht viel, aber auf Twitch aktiv, teilweise mit dem Peter, teilweise mit dem Nice. Das ist so meistens Multistream, irgendwie Landwirtschaftssimulator oder Eurotruck-Simulator, wenn da mal der Multiplayer wieder funktioniert. Oder eben auch mal, einmal haben wir es jetzt gemacht, bisher eine Multistream Assetto Corsa und Dirt Rally 2. Genau. Also da gibt es dann ein wenig Abwechslung. Vorteil bei Twitch finde ich halt, man kann ein bisschen anders interagieren und das Stream auf Twitch meiner Meinung nach funktioniert ein bisschen einfacher wie auf YouTube. Und deswegen haben wir da dazu entschlossen, dass wir die Livestreams so auf Twitch dann eben machen. Also wer möchte, der darf da gerne auch mal vorbeischauen oder ein Follow da lassen. So, anschalten wäre nicht schlecht. Genau, und wollt ihr nur mal so angemerkt haben, dass man mich da auf Twitch auch findet. Ja, genau, formattechnisch. Darum wollte ich es eigentlich sagen. Es kann nämlich sein, dass man, ich bin mir noch nicht sicher, ob man jetzt hier die Ellerbach irgendwie da macht, auf Twitch zusätzlich noch. Also aktuell ist ja die Niemandsland, was wir spielen. Aber da der Peter sehr viel auch in ETS unterwegs ist, hat er dann nicht immer so Zeit. Ist ja logisch. Und deswegen haben wir überlegt, ob ich da nicht auch einen Singleplayer-Spielstand mache, wo ich dann ein paar Sachen auch testen kann für den Multiplayer.
Spielstand und und. Also da muss ich noch gucken, wie ich es genau mache. Kartentechnisch bin ich noch offen. Vielleicht schaue ich mir auch noch ein paar Karten an. Falls jemand Vorschläge hat für Karten, die jemand interessieren zum Spielen, kann er auch gern in die Kommentare posten. Dann kann man dabei gucken. Ansonsten gibt es ja verschiedenste tolle Karten. Ist gerade in letzter Zeit die Auswahl ziemlich gestiegen. Was schon wieder gemacht? Das Gras schon in Silo dann, ne? Ja, ja, das ganz schön Silo. Geht jetzt beinahe in die Futterstation. Nee, das wäre schlecht. Wir brauchen Silage erstmal. Oh, ich sehe zu den verdunkelten Scheiben nichts raus. So. Gut, dann haben wir hier jetzt den Ackerboldi-Song. Die Wiese für dich. Und es steht noch an, eine Mähdresche. Mähdresche technisch wird es jetzt so aussehen, ich habe mir das überlegt, da mir das Ganze mit dem Rostelmarsch doch nicht so zusagt. Darum wird das Projekt Mähdrescher Rostelmarsch erst einmal auf Eis gelegt und wir holen uns hier einen Masai Ferguson. Genau. Da haben wir gedacht, den holen wir uns. Der ist klein, was heißt klein? So klein auch nicht. Kompakt. Genau, weil der andere Rostelmarsch, der hat ja glaube ich bloß 4000 Liter Tank. Und ja, 4000 Liter sind schon ein wenig arg wenig, deswegen gehen wir her und holen uns den, wie heißt denn jetzt, Activa 7000, noch irgendwas, glaube ich. So. Jetzt so. Machen wir das mal wieder weg, da sind wir fertig. Und dann schauen wir einmal in den Shop. Und zwar, ich bin ein wenig überrascht, dass aus der kleinen Wiese so viel Gras rauskommt. Genau, Activa 7300 zum 140 S. Ja gut, ein bisschen was ist ja jetzt rausgekommen, Gras, ne? Ja, einen Anhänger haben wir schon voll. Ja, ja, haben wir uns vielleicht zwei. Activa, genau. Und zwar, weil wir an denen hier ziemlich einfach, locker, flockig, nämlich alle Schneidwerke irgendwie mit hinhängen können. Und deswegen nehmen wir den auch. Was heißt alle Schneidwerke? Er ist halt preislich auch in dem Rahmen, wo ich sage, okay, mit 200.000 bzw. Leasing sind es 10.000, was wir jetzt hier ausgeben. 11.000. Ah, dann nehmen wir gleich mit Breitreifen, logisch. Für was Breitreifen? So. Spinnerfelgen auch noch? Nö, nicht ganz. Das Schneidwerk nehme ich hab's jetzt nicht als Mod umgemodelt, den können wir uns als mieten. Den können wir uns als Mod zulegen, wenn wir dann nochmal die Kohle haben, dass wir uns das Ganze kaufen, würde ich sagen. So. Jetzt fahren wir einmal hier um die Kurve und schauen uns das. Oh. Doch, da ist er. Aber das Schneidwerk. Nein! Nein! Das können wir jetzt beim Shop holen wahrscheinlich. Echt jetzt? Oh, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise, Leute. Hatten wir das nicht das letzte Mal schon? Das ist... So, neu platziert die Fläche. Also, schauen wir uns das gute Ding mal an. Ja, jetzt kein Vergleich zum Lexion oder sowas, aber der wäre natürlich der Lexion ein bisschen Overkill, würde ich sagen. Und deswegen haben wir jetzt den genommen. Ja. Macht, was er soll. Hoffentlich. Schauen wir, okay, Fahrhebel ist animiert. So genau habe ich den noch nicht angeschaut. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit kurz das Schneidwerk vom Shop holen. Ich glaube, da muss ich euch nicht mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich vom Shop da bin. So, dann sind wir wieder am Rückweg.
Ja, wie man feststellen kann, wir haben uns den Schneidwerkwagen gespart. Dafür sind wir ein bisschen über Feldwege heruntergefahren. Und sind jetzt hier Feld 102. Ja? Und das Feld 102, das wollen wir uns jetzt über ein Global Market, wenn wir uns das Ganze holen. Hier haben wir es, 102. Das sind ja sehr viele Felder hier auf der Ellerbach. Und das pachten wir, genau. Also, jetzt müssen wir ja schon mal 11.000 zahlen, Pacht oder Bearbeitungsgebühr, wie auch immer. Und 1.000 Euro am Tag ist das dann Pacht. So, unser Feld ist es jetzt, oder unser gepachtetes Feld. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Klappen wir noch das Ganze aus. So sieht es halt so aus, wenn sich der aufklappt. Das ist der Kontank. Und dann starten wir das Biest und fahren einmal außen rum. Auf jeden Fall kann ich schon sagen, was mich etwas stört. Ist ganz einfach, keine Sitzkamera verbaut. Ja. Vielleicht packen wir es doch mal. Ich weiß nicht. Der Peter könnten eigentlich mal als Mod rausziehen und dann haben wir das Fahrzeug als Mod. Hm? Ich und Mods machen. Wir werden einfach keine Freunde. Ach, das geht schon. So, auf jeden Fall, ja, der Peter hat mich auch noch aufgeklärt. Ich war der Meinung, Heizkraftwerk, große Nachfrage. Damit ist gemeint, unser Kraftwerk am Hof. Ja, da war aber da einer ein bisschen zu geldgierig, würde ich sagen. Denn es ist natürlich nicht unser Kraftwerk am Hof gemeint, sondern das in Oberellerbach unten. Und die wollen Hackschnitzel, Stroh oder sonst was haben. Ja. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt hier aus dem Stroh, machen wir auf jeden Fall Pellets für unser Heizkraftwerk. Und was kann man, Gras kann man auch, oder was ist große Nachfrage? Ja, das ist für Hackschnitzel, Gras, Heu und Stroh. Ja, vielleicht machen wir dann doch eine Ladung Heu und verkaufen die noch da unten. Das mal nur mit der Wiese dazu pachten. Aber naja. Das kriegen wir schon auch hin. Ich fahre jetzt einfach hier ein bisschen so durch der Zeit beim Pellets pressen. Da geht's ja nicht ganz so schnell dran. Da drüben fährt er übrigens. Hallo! Langsam mit Bedacht. Auch eine Schildkröte oder eine Schnecke erreicht jetzt hier. So ist es. Die letzten werden die ersten sein. Ach, Alter, extra. So. So fährt man Mähdrescher heute. Och nee, oder? Ich brauche einen größeren Traktor. Warum? Zieht das nicht ganz? 2 km/h. Ja. Der Berg ist zu steil. Hast ja Zeit. Einen größeren Traktor gibt's nicht. Ich glaube, mit dem Xerien oder sowas, das wäre der absolute Overkill hier. Das brauchen wir nicht. Da fahren wir hier noch einmal drumherum. Einmal drumherum, biegen einmal ab. Dann lassen wir hier den Rand ein wenig einigermaßen sauber mitnehmen. Und ich glaube, hier war es keine Gerade, was wir hier runter gehabt haben. Ne? Nee. Aber da gucken wir jetzt einfach mal. Schauen wir mal, was uns GPS anbietet, wenn wir hier drüben fahren. Ja, die Bahn nehmen wir doch. Die sieht ganz gut aus. Ja, dann machen wir auf jeden Fall das Feld einmal fertig. Und was noch? Ja, das Feld.
Zur Wiese müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt machen von der großen Nachfrage. Ich würde halt schon gern ein bisschen Kohle verdienen. So langsam. Ganz langsam. Es gibt's denn, wie viel haben wir jetzt? 90 Stunden oder so? Und ja gut, was heißt kein Cent verdient? Wir haben ja also schon beachtlich Geräte und sonst was, aber vieles ist halt nur geleast. Wir haben wechselnde Ein- und Ausgaben. Ja, sagen wir so. Die einzige Konstante ist der Traktor. Ja, wobei da wird sich demnächst vielleicht auch was ändern. Müssen wir schauen. Nur wegen deinen getönten Scheiben. Oh, lass mir die mal nicht vergessen. Das ist jedes Mal im Spiel denke ich mir wieder, sehe nichts. Oh, da fällt das wenig seltsam rein. Naja. Kriegen wir schon alles. Das muss ich echt mal schauen. Vielleicht mache ich ja gleich ein Video drüber. Muss ich mal gucken, wie die aufgebaut sind. Ob jetzt der auch doppelte Scheiben drin hat, also innen und außen. Oder ob das eine Scheibe ist. Da muss ich mal schauen. Da gucke ich mal. Das letzte Modding-Video war ja Universal Passenger. Muss ich auch noch einen zweiten Teil machen. Wie man das Ganze verbaut in Fahrzeuge, die nicht original im Spiel sind. Und ja. Mal schauen. So, da haben wir doch hinten auch noch ein Stück, habe ich doch übrig gehabt, oder? Ja, die Bahn bei mir links hoch. So, jetzt überholen wir mal hier. Da muss ich sagen, da haben sie beim Glas halt schon coole Bufen reingebaut. Ja. Aber wie ich leider sagen muss, entweder ist wirklich Gewohnheit, in ETS 2 mit dem F-Mod, ich weiß nicht genau, ob mir das glücklich macht. Das sind zwar so Sachen, die hören sich schon cool an, aber die Soundeffekte, der Hall im Tunnel und so weiter. Aber wie gesagt, die Übergänge sind jetzt mir ein bisschen zu spontan. Also zum Rennspiel wird es passen. Ja, ist Gewohnheitssache. Ja. Muss mal gucken. Erst einmal abwarten, bis jetzt dann der Multiplayer wieder läuft. Hoffentlich bald. Und dann sehen wir schon, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht kommt ja dann noch das ein oder andere Update zu dem F-Mod. Müssen wir mal schauen. Ja, also ich persönlich muss sagen, für das, was die Leute alles geschrieben und gesagt haben, wie schlecht das er sei, muss ich sagen, ist er eigentlich gut geworden. Klar, er ist verbesserungswürdig, aber... Ja, was halt denn gerade ist mit den Übergängen oder die Hupen. Also vorher, klar, ja, die Hupen sind auch hin, aber jetzt hörst du halt direkt, dass es ein Loop ist. Und der stört mich auch noch ein wenig dran. Also die klingen wirklich nicht mehr so toll. Finde ich persönlich Eindruck. Ja. Muss jeder selber schauen, selber mal probieren. Kann auch sein, dass nur der erste Moment war, weil es ungewohnt ist. Wir haben ja nur für das Event die Sachen gefahren. Ist das Event eigentlich noch offen? Müsste schon fast fertig sein, ne? Aktuell, also wo ich gestern Abend geguckt habe, war es noch aktiv. Gut. So. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir es auch schon wieder gut sein für heute. Waren ja fleißig. Müsste reichen. So. Und dann ernten wir das Feld vollends ab. Ja, die Pellets kommen bei uns ins Heizkraftwerk. Und bis zum nächsten Mal. Ui, das wollt ihr nicht. So geht's gut. Los. Oder gut weiter. bis zum nächsten Mal schauen wir mal, wie wir ein bisschen was von der großen Nachfrage mit abkassieren können. Dann Dankeschön für die Abos, wer es noch nicht hat.
einmal auf Abo klicken. Bedanke mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.